Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Rabenhorst. Hallo Herr Kaiser. Hallo, oder der den Hammer schwingt. Der sieht aus, der Dinge. Sledgehammer. Da, so wie versprochen, gestern Abend, den gehen wir jetzt hier rein. Oh, zwei Stück liegen hier, hinter dir. Oh ja. Yeah. Oder, oh. Oh. Schaffst du? Ja, nicht ganz. Au, oh, da hat mir einer eingeschenkt. Oh, was? Blute. Ups. Blute. Ich blute im Sauseschritt. Verdammt, oh, ich wieso? Was hat der mir für eine Wunde gerissen, dass ich so schnell ausgelaufen bin? Eieiei, Frau Batz. Hast du alles? Alles gut? Tabletten habe ich ja. Use. Komm, Diggi. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Was zu trinken brauche ich noch. Oh nö, ey, dann versemmel ich den Schuss. Oh, das war ich nicht. Guten Tag. Sorry. Das tut mir leid. Mein Freund hat das nicht so gemeint. Er wollte sie nur kurz kitzeln. So, hier drin ist auch noch einiges. Hier kommt jemand durch die Tür. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, hier kommen auch welche. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ah, ich darf nicht weiter zurück, weil sonst triggern wir die hinter uns. Ja, ich würde sagen, hier die Tür, wo jetzt einer durchkommt. Guten Tag. Ja, hier liegt noch ein Digger. Jetzt hat er mir wieder einen angeschaut. Was ist denn los? Oh, warte mal, haben wir hier einen Schlafsack gesetzt? Ja, oben. Ja, hatten wir? Ach, stimmt. Wir haben die doch da reingelegt, ja. Ja, alles klar, das ist alles cool. So, ich muss eben den schlafende Schönheit wecken. Kann ich ihm leider nur in die Klöten schießen. Geil. Hast du? Ja, er ist mit einem ganz fiesen Geräusch gestorben. Okay, ich wäre auch sofort tot. Du meinst, wenn er in die Klöten schießt, dann bist du auch so tot. Ich hab da jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, der steht dann auf, ne? Oh, ich habe ein Pistol gefunden mit 6 Schuss Munition. Geil. Das Geräusch dabei. So richtig schmerzerfüllt. Ah ja. Super. Ach ja, die Mod, so. Die Mod simuliert das halt alles sehr, sehr genau. Ja, auf jeden Fall. Schon ganz nah. Hier ist unlocked. Ich habe ein Feuerzeug. Und hier aus sich. Ach, guten Tag. Decke? Ne, Decke ist safe. Genau, ich habe auf die Decke gewartet, ob jemand durchbricht und dann so, hi, na, hier, seid ihr auch neu hier? Genau. Who the fuck are you? Trinken, das ist gut. Water. Drink. Meine Zunge juckt. Fungewuck? Blunt Weapons. Scrappen wir, ne? Oh, ich habe was für dich. Drink. Hier. Warte, ich muss mal eben kurz hier ein bisschen Zeug wegmachen. Scrap und weg. Was hast du denn für mich? Bin da. Ah, warte. Ich droppe. Ich habe nur gerade in der Toilette gewühlt, was man so als... Schon wieder. Was man so macht. Oh, danke, well. Also, ich habe eine SMG für dich, wenn du möchtest. Mit 300 ich Schuss. Du hast 9mm. Dann würde ich... Yes. Was gibt mir... Ja, drop mal, bitte. Mhm. So, ups, warte. Ich habe nämlich auch eine 9mm Pistole. So, und hier HD. Habe ich auch. Ich habe eine 80er, ist das Maximum. Ich habe eine 123er Pistole. Ja, ist doch gut. Das langt eigentlich. Also bei SMG brauche ich auch nicht unbedingt. Behalt mal. Die SMG, die rattert mir zu viel, sinnlos daneben. Das ist irgendwie, Pistole bin ich da irgendwie besser. Hier ist alles fertig. Jo. Jo, die bin ich durchgegangen. Dann hier lang. Warte mal, wir müssen die Gülle hier weg, Mann. Das geht so nicht. Das kann ich nicht so lassen. Gülle. Oh, und das ist müssen gesammelt werden, ist wohl klar. Ich meine, wie soll ich sonst Kommentare kriegen? Ne? Solch geiles Gameplay bestimmt nicht. Müllsäcke wegmachen. Du gehst hier gar nicht ordentlich durch. Nee, ich will erstmal säubern, bevor wir überrascht werden. Na ja, wir können doch hier Schritt für Schritt durchgehen, bevor wir später nochmal sagen, hoch, haben wir vergessen. Ich bin gerade in Tötungslaune. Ja, ich merke das, du willst mir wegleveln. Von räumst du gar nicht ordentlich auf, das ist, also geht mal gar nicht. Ach stimmt, wir wollen ja hier einziehen, ne? Wollen wir überhaupt hier einziehen? Ja, das werden wir sehen. Also vielleicht warten wir auch ein bisschen die Kommentare ab. Ich glaube, bis wir hier durch sind, wir machen jetzt... Das muss uns gefallen. Ja, mal gucken, erstmal das Ding anschauen, ne? Also ich mag jetzt nicht wieder in den Keller runter und dann, weißt du, dann so Immortal da. Ja. Das finde ich irgendwie völlig blöd. Nee, das nicht, aber hier, wir würden uns einiges an, Zement. Einiges an, das schmeiße ich mir weg. Verdammt. An Concrete Mixing. Warum zappelt der mit der Pistole so? Hör auf zu zappeln. Sparen, weißt du?
Ja, aber wo willst du reinziehen? Willst du in die Tiefe des Bunkers? Du weißt nicht, wir können oben und dann machen wir hier unten einen Kinderlabyrinth. Hier? Ja, bestimmt. Sag mal, ist das denn der Weg? Ja. Weiter geht's sonst nicht. Oh, ich droppe Sachen. Ja, bist du mal platt, das esse ich mal. Die Suppe weg. Boah, maximaler Leck gerade. Aber FPS-Session sieht es gut aus. Echt? Okay. Das heißt, sieht gut aus, wie Seven Days to Die halt aussehen kann. Ne? Ja. Also, ich finde jetzt, wenn du da 50 FPS kriegst, bist du schon zufrieden. Das ist richtig. Also gerade in so komplexen Gebäuden hier. Stimmt, Kravik hat auch gerade maximal ausgelastet. Was ist denn hier los? Hab ich ja noch ewig nicht gehabt. WTF? Was? Warte mal ganz kurz, ich muss so kurz auf maximal FPS kommen. Was ist denn das los? Ja, krass, habe ich noch nie erlebt, dass die Grafikkarte so hart am Rödeln ist. Okay. Gut, liegt natürlich auch ein bisschen an der Aufnahme. Ah, okay. Hast du gefunden? Das ist jetzt der Unterteil der Rakete, ne? Ja. Da hätten wir den Rundgang fertig und da hinten müsste es dann eigentlich hochgehen, wo unsere Schlagzeug geht. Geht das nicht tiefer als das hier? Nee. Ah, okay. Wir sind bei minus 37. Wir können euch mal gucken, was wir oben haben. Ordentlich Twine schon mitgenommen hier. Oh. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, an diesen Kisten hier, die hier rumstehen, diese Pappbocken. Das ist rechts. Locked. Wir sind schon so lange im Spiel in der Aufnahmesession jetzt. Es müsste eigentlich schon eine Horde unterwegs sein oder da sein. Wo geht's denn hier hoch? Was wir haben jetzt wieder bei der Kantine. Ja, wir haben irgendwas übersehen, warte mal. Aber was? Oh ja, da oben ist einiges los. Zu meckern. Ja gut, wir können mit der Leiter in den Raketensilo hoch. Da ging eine Leiter in der Mitte. Ja. Wo geht's hier hin? Ging hier irgendwo auch ein Treppenhaus oder was meinst du? Nach oben. Ja, es gab irgendwo einen Aufgang auf jeden Fall in den anderen Turm. Na, hier war immer Sackgasse. Oder Tresor war, wo ich vorhin rein wollte, weißt du? Stimmt. Müssen wir mal auf die Karte gucken, ganz kurz, in welche Richtung das liegt. Ja, in die Richtung, wo wir jetzt laufen, müsste das sein. Das müsste eigentlich direkt. Ja, genau. Nee, geradeaus und dann rechts. Aber wo denn hier durch? Über den Klos müsste das irgendwo sein hier. Vielleicht hinter den Regalen? Ein versteckter Durchgang. Who knows that schon? Boah, da oben zerlegen die aber einiges gerade. Aha, okay, guck mal. Doch stimmt. Aha! Jetzt kommen wir gleich da wieder an einer anderen Ecke raus. Aber da kommen wir nicht durch, diese Lücke. Müssen wir wahrscheinlich wegkloppen. Ja, hat nur 1500. Es geht. Aber kommen wir nicht so dahinter? Warte mal ganz kurz, bevor du da klopfst. Ich guck mich mal auf der anderen Seite kurz um. Nö. Also sieht man zumindest nicht. Okay, warte mal, hier sind noch so weiße Dinger. Was, weiße? Das hier eventuell? Ne, es geht nur in die Küche. Aber du meinst, es gibt keinen normalen Weg da in dieses Hütchen rein? Weiß ich nicht. Und mache ich das nicht, wenn wir den wegmachen? Welches machen wir weg? Links, rechts? Den rechten hier. Ja. Boah, da oben ist richtig Alarm. Alarm! Ich nehme mal ganz kurz die. Geht nämlich schneller. Ja. Echt ein bisschen fixer? Ich meine, dass es besser geht, ja, ja. Also, erstmal hat das Ding. Obwohl, die andere ist 300. Hm. Ja, irgendeinen Schadensmultiplier wird es da geben, aber. Ich habe gerade keine Ahnung, welche das sein könnte. Passt das schon? Kommt man da schon durch? Nee, ne? Den unten noch und dann. Ja, früher, ich fand das eine ganze Zeit lang mal echt geil, als die Alpha 13 oder 14, ich weiß nicht genau, als du noch einen durchspringen konntest, weißt du, also so wie so ein Hocksprung. Ja, das war noch weiter vorne, das war glaube ich 9 oder so. Das haben sie bei der 10, glaube ich, 10 oder 11 geändert. Hat zwar auch zu Fehlern geführt, dass du dich auch festgebackt hast und so ein Kram, ich glaube, deswegen haben sie es wahrscheinlich rausgenommen. Aber ich sag mal, wenn du es jetzt realistisch siehst, wirst du ja auch einfach dich mal durchhüpfen können, weißt du, an der Rolle oder sowas. Ich bin sehr gespannt auf das neue Bewegungsmodell, was jetzt kommen soll mit der Alpha 17. Mhm.
Und ich hoffe sehr, dass sie dann auch entsprechend die Mods anpassen, dass man zum Beispiel wie hier die Fahrzeugmodelle dann fahren kann und so Sachen, weißt du? Ja. Das dürfte eigentlich gar kein Thema sein, gehe ich mal fest davon aus. So, Pistole ist am Anschlag. Es geht doch noch tiefer. Halleluja. Und das erstmal hoch, oder? Ja. Das müsste dieser Bunker sein wahrscheinlich, wo unser Schlafsack ist. Guck mal. Who? Sind wir da drunter? Ja, wir sind genau drunter. Ah, das sind Bookcases. Ach. Hinter den Bücherregalen. Müssen wir leider wegmachen. Oh. Geil. Oh, warte, mach das zuerst. Okay. Zur Neune. Warte. Oh. Vor allem, ich stehe schon längst draußen. Freeze, motherfucker! Wow! Wow. Ah, du gehst dann durch. Wow! Wo? Was ist denn hier? Spitze? Vor mir! Oh shit, ey! Jetzt häng ich hier in der. Sag mal, fällt der mal um? Ich hab voll den Schaden gekriegt. Warte mal, ich hau mir mal die zweite Tablette rein. Hör auf die Mutti. Oh, da lebt er, da lebt er noch. Ja, ja, ja. Das gibt's doch nicht. Aber wie viel Schaden macht denn das Ding? Da schlage ich doch lieber mit meiner Keule zu, das ist doch Quatsch. Oh, da kommt noch einer. Da wäre eine Horde hier drin. Natürlich super, Juten gefangen zusammen in der Horde, ey. Ja, ich muss mal ein Kimme Korn schießen, das war das Problem. Okay, ich sehe Licht. Ja, wir sind hier richtig auf jeden Fall. Unten, hier ist einer. Ja, Moody auch noch. Oh, Schissel, die Schnissel. Warte, der ist unter der Treppe. Das ist so ätzend am Hackeln, ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt an den Zombies, die gespawnt sind. Geil. Yay. Sehr gut. Ja, jetzt hört sich aber gut an. Ja. Warte mal ab. Ach so, hier geht's nochmal zur Rakete. Okay, müssen wir nicht lang. Puh, ey. Geil. Da lebt noch was. Das macht Spaß. Das wäre zum Beispiel ein geiler Forge und Lagerraum. Ich bin jetzt gar nicht bei dir. Ich loote hier noch durch. Oh. Tabletten. Oh, ich hab Biofuel gefunden. Sehr gut. Ja, hier sind die Schlafsäcke. Hast du gefunden, wo wir rein sind? Oh, Munition. Yeah. Ich habe übrigens 36 Iron Arrowheads. Oh, sehr gut. Nur falls du. Die brauche ich einmal mal. Oh, fuck. So ein bisschen aufräumen im Inventar hier. Ich gucke aus dem Fenster. Flatsch. Freeze, Motherfucker! So, hier oben ist alles klar. Oder auch nicht. Da ist einer drin, ja fein! Wo bist du denn hochgegangen? Wo bist du denn hoch? Es gibt nur einen Weg nach oben. Also bist du aber hochgegangen, ich bin hochgegangen, ja. Locked. Zombie bearbeitet gerade die Tür, draußen ist auch noch irgendwo was. Ja, also ist doch gut, komm her. Oh, das wollte ich nicht. Du bist also die Stahltreppe wieder hoch. Ja. Die war kaputt und dann muss ich da mit einem Frame reparieren, weil ich komme ihm entgegen. I hold you up. Wo bist du denn? Ah ja.
Und dann irgendwo hat wieder ja noch Spaß. Hoch. Genau, einfach hinten. Ja. Ah, da hast du Frames gesetzt, okay. Ah ja, alles klar. Oh, ich habe Tabletten gefunden. Also ich könnte auch ohne, aber ich kann ja auch nicht liegen lassen. Ein T-Shirt mit, ich könnte auch ohne, wäre geil. Weißt du das? Ja? Ja. Für den Shop? Fände ich. So schön das Symbol von den Painkillers hier und dann, ich könnte auch ohne. Ich kann auch ohne. sieht eigentlich ganz hübsch aus draußen. Oh, die haben hinten böse die Mauer eingedeppert. Ja, ja, da sind die komplett durch. Hier sind zwei fette Tresore, da geht es nochmal aufs Dach hoch. Ich glaube, da ist noch eine Munitionskiste oder so. Nee, das ist... Ich meine 8000, bis wir das aufgebollert haben da. Nee, aber das ist ganz schön... Tada. Dann habe ich denn keine... Na gut, wenn jetzt die Pickaxe draußen, ne? Wollen wir das nicht vielleicht später machen? Ja. Ne? Ja, können wir irgendwann die Tür aufmachen. Die Schlafsäcke können wir hier liegen lassen. Ja, hier wäre es halt schön, wenn wir einen schnellen Ausgang nach draußen hätten irgendwie. Wäre ich schon ja, das, das übers Dach finde ich schon ganz cool. Ich würde das hier gerade so lassen, weil das kann man schön rausballern, weißt du? Das Gelände hier wegschlagen, einen Übergang drüber machen und dann hier übers Dach. Also ich hätte gesagt, dass man hier einfach dann hier... Ne? Da aufmachen, dann die Hedge oben dann wegmachen. Hoch. Ja, müssen wir jetzt nicht machen, genau. Und dann die Hedge oben dann neu setzen, genau. Ja, ich würde jetzt halt gerne einen schnellen Ausgang haben, weißt du, dass wir jetzt nicht wieder unten komplett durchrennen müssen. Ich mach mal hier auf. Da können wir eine Tür rein oder nochmal einen Concrete Block reinsetzen, haben wir genug. Okay. Muss hier schnell rein, okay. Schnell rein und rauskommen, ja. Okay. Weil da liegt ein Airdrop. Wir haben schon Tag 19, also Horde hier, glaube ich ja, nicht. Ja, also drüben müssen wir auf jeden Fall besser absichern, ne? Also drüben müssen wir auf jeden Fall mehr Woodspikes reinsetzen. Ich sag mal, wir sind jetzt mit dem Bunker hier nach oben durch. Ja, also ich glaube, es ist aber realistischer drüben die Horde zu machen als hier, weil ja, das hier abzusichern richtig... Weil dann zerkloppen uns alles nur. Ja, und das wäre schade. Bin mir auch nicht sicher, ob ich hier sein will. Also ich meine, das ist zwar ganz nett, aber... Weißt du? Es ist halt dunkel, unheimlich und groß. Ja, es macht halt wenig Sinn. Du brauchst eigentlich diesen Platz nicht unbedingt. Das ist auch sehr unübersichtlich, finde ich. Aber geil. Trap Damage, ach was. Schnauze, ey. Wollen wir Richtung Airdrop? Nee, warte mal, lass uns erstmal in die Kiste müllen. Irgendwo ist hier jemand, der mir noch ziemlich um den Keks geht. Dann lass uns, ich gehe schon mal Richtung Kiste hier runter. Ja. Wo hatten wir das? Das war hier hinten in der Ecke. Er ist nicht drin, der mir da so um den Keks geht. Ist irgendwo draußen. Pfeilspitzen behalte ich mal. Ja. Und alles andere baller ich hier hinten rein. Wo ist er denn? Irgendwo macht hier noch jemand ziemlich Terz. Ach, hier oben am Dach ist er. Also Twine hat sich, also das Ding hat sich allein wegen Twine schon gelohnt. Ja. Ich hab auch... Ja, 7. Nicht so viel, aber... Ein wenig. So, da, da. Ende im Gelände. Und das kann weg. Gut, ich hab ausgemüllt. Also ich meine, dass wir hier nochmal durch müssten. Loot-technisch. Ja, also die großen Kisten haben wir alle. Hallo? Ach, ich hab keinen. Ich will nicht chatten. Mach das Licht aus. So. Moin, Mami, ich möchte nicht chatten. Wo hatten wir? Ach, hier ist die Kiste, genau. Ich glaube, hier irgendwo kommt ein Geier. Ich sehe immer den Schatten von da oben. Himmel sieht schick aus. Ja. Oder kommt runter? Der Himmel sieht aus, als könnten wir jetzt schlafen gehen. Da kommt den Geier noch. Ich habe genau. Dem noch. Dann ist Schluss. Stimmt, oh, ja. Nee, den Geier lassen wir fliegen. Mach's gut, Geier, du hast das Glück, die Folge ist zu Ende. Deswegen nehmen wir auch diese Folge den Hashtag Geier und sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Von Radrabenhorst. Yeah. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.